Hey Leute, willkommen zurück. Ich bin euer Ingerim und wir spielen StarCraft II Wings of Liberty Kampagne. Letzte Folge haben wir Tosh erledigt. Und diese Folge werden wir noch einmal kurz durch die Hyperion gehen, bevor wir uns die nächste Mission aussuchen. Wir fangen einfach mal hier oben an. Wir haben einen Phantomkiller bekommen. Symbol. Rainer, ich habe mir gedacht, du willst das vielleicht haben. Pass bei der Wahl deiner Gefährten gut auf. Wir sehen uns früher oder später wieder. Nova. Ah, guck mal, ne? Das ist Tosh sein Messer und, ja, seine Voodoo-Puppe, mit der er Tychus ein bisschen lediert hat. Letzte Folge hat man es gesehen am Ende der Videos. Hier ist Kate Lockwell, live für UNN. Liga-Sicherheitskräfte haben uns heute Nacht berichtet, dass ihre Agenten die Anführer einer subversiven Rebellengruppe, die sich selbst Projekt Shadowblade nannte, gestellt und exekutiert haben. Das sind großartige Nachrichten, Kate. Haben Sie gesagt, was Sie darüber denken? Nein, haben Sie nicht, Donny. Aber ich vermute, Sie sind ziemlich froh darüber. Da hören Sie es. Liga-Sicherheitskräfte zerschlagen den geheimnisvollen Spionagezweig von Jim Rayners Terroristenorganisation. Augenblick mal, was? Die Liga hat mit keinem Wort erwähnt, dass Rayner... Und damit gebe ich ab an die Werbung. Nehmen Sie das Leben aufs Korn. Eye-Pistol. Alles klar. Hat die Liga sich das mal kurz selbst angeheimst, den Erfolg. Das ist Schweinebären. Die kleine Nova, das war ein heißes Gerät. Schon mal dran gedacht, dich an sie ranzumachen, Jimmy? Die Kleine bringt nichts als Ärger, Tychus. Und im Moment ist sie damit beschäftigt, den Rest von Toshs psychopathischen Phantomen zu jagen. Von der hält man sich besser fern. Was ist nur los mit dir? Du hattest so viele Möglichkeiten. Irgendwas stimmt wirklich nicht mit dir, Mann. So, gucken wir im Arsenal. Da müssten wir jetzt ja was Neues machen können. So, ach, guck mal, da haben wir die Ghosts. Zumindest das Ghost-Gewehr haben wir da stehen. So, 25mm K10-Kanistergewehr Mark 6. Boah, 25mm, das sind aber auch Geschosse, ey. Die Mark 6 wurde von der Konföderation kurz vor dem Fall von Tarsonus eingeführt und gilt als Nonplusultra der Antipersonenbewaffnung von Ghosts. Da die Liga nicht in der Lage war, das Design zu verbessern, hat sie die Produktion einfach... Achso, dann wurde es abgekürzt. Yeah. Okay, dann die Liga hat auf jeden Fall was Besseres erfunden. Öl. So, trotz ihrer großartigen Fähigkeiten neigen Ghosts zur Schlampigkeit beim Anfordern von Nuklearschlägen. Kommandeure sind heutzutage froh, wenn sie das Gewehr eines Ghosts sehen, da es ein Mag... Alles klar, da sitzt... Nova. Okay. Kommandeure sind heutzutage froh, dass sie das Gewehr eines Ghosts sehen, da es ein magnetisches Verfolgungsgerät enthält, um die Koordinaten zu verifizieren. Ah, das erste Mark 6 wurde von Horvald Scratchy Winston benutzt, um damit James Fortune einen kelmorianischen Ressourcenbaron umzulegen. Winston berichtete, dass die Waffe sei sexier als seine Freundin und doppelt so nett. Alles klar. So, Swan, was hast du dazu? Nova hat uns für unsere Hilfe Zugriff auf Ghost-Technologien versprochen. Hat sie schon was rausgerückt? Dein Mädchen hat was dagelassen, ja. Ich hab da auch noch ein paar neue Upgrades, an denen wir arbeiten. Sie ist nicht mein Mädchen, Swan. Unheimliche Attentäterin, die eines Tages versuchen wird, dich umzulegen? Ich weiß nicht, Junge. Sie scheint genau dein Typ zu sein. Ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Ja, leichte Parallelen zu Kerrigan. Okay, was haben wir denn hier? Liga. Ach, guck mal. Ghost. Was können wir für Ghost machen? Okulari... Was? Okularimplantat bei Weber. Okularimplantate, so, danke. Ghost teilt 2 Reichweite und 3 Sichtradios. Okay, da sind sie natürlich ziemlich immer für. Durch. Und die Krios-Anzug. Den Krios-Anzug. Tarnung erfordert keine Energie mehr. Auch extrem nice. Oh, guck mal. Alles klar, rasten die ein bisschen aus. So, hier blinkt wieder einiges, aber... Genau, es gibt keine neuen Fahrzeuge. Hm, jetzt die Sache. Ich glaube, ich gucke mal sowieso, ob ich den Ghost... Ich weiß gar nicht, ob ich den Ghost so viel benutze. Ich lasse das jetzt mal mit dem Aufrüsten. Ich probiere einfach mal in der nächsten Mission aus. Wir gucken dann jetzt mal... War das letzte Mal schon drin? Ich kann mich gerade gar nicht so dran erinnern.
Satellitenzentrale gewährt die Fähigkeiten Scannersuche und Mulan fordern. Ach genau, dann kann man sich solche Roboter holen. Scannersuche deckt ein Gebiet im Nebel des Kriegs auf. Mulan fordern fordert einen temporären robotischen Minenarbeiter an. Alles klar. Achso, das ist genau wegen dem. Kann dann die Leute damit enttarnen. Oder Brandschutzsysteme. Alle Gebäude reparieren sich selbst auf 50% ihrer gesamten Treffpunkte. Alle Feuer am Gebäude werden automatisch gelöscht. Ja, nö. Das ist, denke ich, ganz praktisch. Ich glaube, das kaufen wir uns auch. Ja. Wir haben, achso, 50.000 haben wir nur, okay. Läuft. Labor. Hier war alles beim Alten. Achso, das Schießfenster wollte ich mal kurz gucken, aber ich glaube, neue. Ist hier neue Söldner? Nee, ne? Guck mal, drei Stück kommen da noch. Nee, so, okay, dann gehen wir auf die Brücke und starten dann gleich mit der neuen Mission. Erstmal nochmal gerne. Ach, oh, was? Warner will nicht mit uns reden? Von Nova erwarte ich keine Dankbarkeit. Aber ich glaube, wir haben das Richtige getan, indem wir Tosh losgeworden sind. Ah, guck mal, danke. Ich habe ja also alles richtig gemacht in seiner. Zumindest aus seinen Augen, in seinen Augen. So, Tyrodor 8, genau, ist einer der ersten geplanten Welten der alten Konfiguration, berühmt für seine Bildungseinrichtungen für saubere Straßen und hygienische Parks. Alles klar. Scheint, als hätte deine Königin der Klingen rausbekommen, wir uns dafür bezahlt. Evakuieren Sie Möbius Foundation, ach, das war das. Das war genau das Neue für Sie. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tasonis gefunden haben. Ach, guck mal, kriegen wir den Adler, kriegen wir den Medi weg. Irgendwie die Vikings, Na, ja, gut, ich meine, die, ja, so gut finde ich den nicht. Den gab es im ersten Teil. Auch schon, das war das Fahrzeug von James Rayner. Ja, der kann irgendwie so ein bisschen seasen, irgendwie Granatenwerfer, meine ich, ist schnell und kann so Minen verlegen. Nein, wir evakuieren heute die Möbius Foundation. Commander Rayner, den Sternen sei Dank, Sie sind gekommen. Vor einigen Jahren hatten Sie einen glänzenden Ruf als Marshal und ich weiß, dass Sie Ihr Bestes geben werden, um uns zu helfen. Naja, Doktor, das ist schon eine ganze Weile her. Sieht aus, als hätten Sie da unten ein gewaltiges Zerg-Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind bereit zur Evakuierung, aber keines der ausgesandten Teams, die die Datenzentren der Liga vernichten sollten, hat sich zurückgemeldet. Helfen Sie mir, die Datenzentren zu zerstören, bevor die Königin der Klingen sie findet und an die Koordinaten der verbleibenden Artefakte gelangt. Das Schicksal des gesamten Sektors könnte davon abhängen. Klasse 12 Ziehmuster entdeckt. Äußerste Vorsicht geboten. Kerrigan. Okay, Doktor. Wir haben weniger Zeit als gedacht. Wir müssen los. So, der Möbius-Faktor. Ein Angriff von einer höheren, einer höher gelegenen Position verhindert, dass die gegnerischen Streitkräfte zurückfallen können, bis ihre angreifenden Truppen sehen können. Ja, na gut, Kerrigan ist mal wieder aufgetaucht. Mal gucken, was wir dagegen machen können. So, ah stimmt, das war das letzte, was wir aufgesucht haben. Das ist automatisch. Muster der Königin der Klingen abgeschlossen. Berechne ihre ungefähre Ankunftszeit am nächsten Datenzentrum. Du kannst es einfach nicht gut sein lassen, oder Jim? Es war dumm von dir, hierher zu kommen. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben, meine Liebe. Aber ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass du die Artefakte in die Hände kriegst. Verstanden. Okay, dann bauen wir uns hier erstmal eine kleine Verteidigung auf. BBF einsatzbereit. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über unsere Medivacs, Commander. Sie können sie für den Transport Ihrer Männer benutzen und um den Zerg bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Es kann losgehen. Von mir aus BBF bereit. Okay, oh, ach, so. Okay, jetzt haben wir einen Transporter und die heilen. Okay, jetzt haben wir natürlich
Unsere Sunnis und die, das ist natürlich jetzt... Hier drüben! Auf dem Dach! Ich Labor. Alles klar. Wo ist der Notfall? Kann's kaum noch erwarten. Ach, das sind ja Warpicks. Das ist ja edel. Durchgeladen. Und nicht mehr? Ja. Retten wir ein paar Leben. Okay, wir gucken mal, ob wir da rüberfliegen können. Fertiggestellt. Aufgehen. Wo steht, achso, Grün greift die Daten. So, ach, da steht's ja. Wird gemacht, Kommandant. Okay, in 8 Minuten. Das habe ich gehört. Rainers Raiders, holt uns hier raus! Mal kurz runter mit euch und dann kommt der hier auch noch rüber. Nicht das Techlabor. Alles klar, guck mal, jetzt hätte ich gar keine Lust drauf, dass wir ihn kriegen. Okay. Einer weniger. Weiter so, Jungs. Natürlich. Die Möbius-Datenkerne. Du wirst die restlichen niemals erreichen. Ach, verdammt. Zumindest weiß sie nicht, wo die anderen Zentren sind. Los, schnell weiter zum nächsten. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nicht genügend Mineralien. Okay, eigentlich müsste doch... Bitte doch da auch mal was aufgerüstet, ne? Ah, guck mal. Nicht genügend Mineralien. Ein Brutalisk. Statman wollte, dass wir ihm so ein Ding zu Forschungszwecken mitbringen. Sieht aus, als könnten wir ihm den Wunsch erfüllen. Okay, ach du Scheiße. Basis wird BBF einsatzbereit. So, wir bauen. Sir, Sie unternehmen besser etwas gegen diesen Nydus-Wurm, bevor unsere Basis überrannt wird. Retten wir einen BBF bereit. Ja, gut, ich habe eine gute Idee. Machen wir sofort. Für uns hier. So, ist hier. Bin sicherer jetzt? So, ich baue hier gleich erstmal einen Reaktor dran. Dauert mir alles hier ein bisschen zu lange. So. Oh ne. So, genau. Und dann hat das Beam-Guys hier. Hier können wir noch nichts anfordern. Na gut, wir haben 17 Minuten bis sie beim nächsten. Ist das so, weil sie den Weg entlang läuft? Achso, gut. So, zerstört das alles. Achso, sie hat Zeit und zerstört das alles, oder was? Okay, okay, okay. Soweit so gut. Wir sammeln euch mal alle ein. Gucken mal, ob wir euch sicher bis in die Mitte kriegen. Bin gleich da. Fliegen los. Laut und deutlich. Sieht ja an sich nicht schlecht aus, ne? Fertiggestellt. So, dann produziert ihr jetzt mal ein bisschen hier. Ab die Post! Und was jetzt? Okay, ihr geht und alle da runter und dann... Ach, guck mal, da ist Luftabwehr. Das sollten wir aber eigentlich schaffen, oder? Wo ist denn Luftabwehr ist jetzt natürlich ein bisschen doof für die Medivacs. Wie? Wehrt er sich gar nicht? So, jetzt können die auch heilen. Ach, oder hat er sich... Er hat sich nur nicht gewehrt, weil er ihn nicht gesehen hat. Okay. Aua!
Ja, super, jetzt muss ich das neue bauen. Nee. So viel dazu. Brauchen wir direkt 3. Okay, der macht nicht ganz wenig Schaden. Alles klar. Okay. Da rein, so, dann ist die Verteidigung. Die ist nicht fertig, aber sie ist auf jeden Fall so gut wie fertig. Die produziert weiter und dann, genau, dann gucken wir gleich mal, dass wir. Da brauchen wir ein Techlabor für. Auch noch welche von euch. Das ist fertig. Ich kann hier irgendwie 33 kann ich da jetzt dran bauen, das ist ja auch krass. Achso, ich könnte aber auch mal einen Mool anfordern. Achso, alles gut bei euch. So. Okay, genau, die sind jetzt wie lange da? Eine gewisse Zeit und die sind aber, glaube ich, auch schneller alt oder können mehr aufnehmen oder so. Nein, ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall bringt halt was. So. Erstes fertig, du fliegst direkt rüber und holst sie ab. So, und dann bauen wir da mal eins mit dem Techlabor. Ach, guck mal, da können wir welche retten. Machen wir auch gleich. Oder machen wir jetzt? Oder patrouillieren die oder kommt der? Hey, guck mal, das ist genauso wie, ne, für diesen Turm, dieses Video, dass da einer vorherläuft. Schön, dass ihr vorbeischaut. Oder warte mal, ne, setz hier nochmal ab. So, und wieder zurück zur Basis. Okay, ich habe keinen, der nicht am Bauen ist. Benötige weitere Depots. Ja, bleiben. Depots werden willkommen. Depots kommen. Können wir sie aufsammeln? Okay, dann brauchen wir. Nehmen wir die Spartans, genau. Bauen wir hiervor noch ein. Du bist hier, ihr seid da. So, schicke ich den hier hin. Alles klärchen, so, dann machen wir das mal kaputt. So, wir haben 13 Minuten, bis wir zum nächsten müssen. So, Techlabor, Mineralienfeld ist erschöpft, das ist natürlich nicht so gut. Hallo? Hey Mann, wir könnten hier unten etwas Hilfe gebrauchen! Oh, werden angegriffen. Okay, dann holen wir die Bar. Okay, nee. Okay, Erweiterung fertiggestellt. Schattenkommandozentrale. Achso, das Ding. Ach, das ist, glaube ich, auch das Atombomben-Silo, ne? Meine ich, mich erinnern zu können. So, ist das jetzt kaputt? Ja, ne? Wir warten nur auf Sie. Dann holen wir euch da mal ab. Fliegen los. Wir konnten die Daten. Achso, wir konnten die Daten nicht erreichen. Dann wollte er sagen, okay. Gut, okay, dann können wir da ja gleich die Leute alle packen. Okay, wir sind hier. Ach, guck mal, wir sind jetzt hier relativ safe. Okay, gut zu wissen. So, ihr nehmt die mit. Du versuchst die hier mitzunehmen, oder das heißt, du nimmst die mit. Okay, 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 so, Maschinendock. Du hast noch nie einsehen können, wenn eine Sache verloren war, oder Jim? Okay. Losgeladen und entsichert. Mineralienfeld erschöpft. Okay, wir müssen gucken, dass wir neue Mineralien kriegen. So. Was ist das Ziel? Ich höre! Retten wir ein paar Leben?
Scheiß Kram da! Was jagen wir hoch? Was gibt's? Und was jetzt? Okay, jetzt müssen wir einen hier lassen. So, probieren das mal. Zack, ihr geht alle dahin. Dann bauen wir hier noch einen von. Wir brauchen eh neue für unsere Ghosts. Wie bitte? Was ist das? Voll einstellen. Achso, dass wenn er unsichtbar ist. Genau, ihr baut eine Atomrakete. Ihr rüstet hier auf. Okay. Vielleicht möglich ein Waffenpanzerung von einer. So, genau. Ihr rasiert die Typen da schön. So, wir machen mal die Luftabwehr hier ein bisschen kaputt. Unsere Medivacs. So, okay, jo, das ist das Gebäude. Ich sehe. Ah, genau, guck mal, dann können wir hier eine neue Basis bauen. Schöne Sache. Okay, sicher nur noch 10 Minuten Zeit, bis sie da ist. Okay, mein Gott, wie viel Luft werden wir hier? Okay. Und was jetzt? Los, Einzel. Schlechte Neun? Sind Sie sicher? Muss ich hier alles alleine machen? Was gibt's denn? Du sammelst auch den ein. Losgeladen und entsichern. Oh. Die sind von diesen scheiß Fernkämpfern, ne? Ich habe die erwärmte Komödie, wenn es Dr. Naro durchschaut. Ich weiß, was diese Artefakte wirklich sind. Und sie werden mir gehören. Was auch immer sie sind, Kerrigan. Eins ist sicher, du wirst sie garantiert nicht in die Finger kriegen. Diese Königin der Klingen ist wirklich ein ganz schönes Ärgernis, oder? Du bist ja sogar noch verzweifelter, als ich dachte. Du glaubst doch nicht wirklich, dass dein Plan auch nur den Hauch einer Chance hat. Doch. So, ach, guck mal, das hat ja geklappt. Und was jetzt? Schöne Sache. So, dann nehmen wir das hier ein. Bestätigt. Und... Unterwegs. Wo ist denn... Hä? Den jetzt schon mitgenommen gehabt? Sir, ein weiterer Nidus-Wurm ist in der Nähe unserer Basis aufgetaucht. Ah, fliegen wir mal eben nach Hause. Ach, da ist er. Kann schon sagen, hier war noch einer. Was gibt's denn? Upgrade durchgeführt. Auf geht's! So, mal gucken, ob wir gleich die Atombombe mal einsetzen können. Na gut, wahrscheinlich etwas übertrieben. So, die große Armee da reinzuschicken. So, aber wer nicht jung will, muss fühlen. So. Alle wieder nein. Mach ich! Fahrt um euer Leben! Jawohl! Mir fällt gerade ein, dass ich Raketentürme da hinbauen könnte. Die habe ich ja völlig vergessen. So. Nee. Dahin. Achso, ja, flieg ich erstmal dahin. Was wich dir? Und was jetzt? Okay, so, dann gucken wir mal. Das habe ich gehört. So, irgendwie. Jetzt müssen wir mal gucken. Achso, wir können hier auch, genau, die Warpicks. Ich nehme mal mit. Ach genau, schon unsere Siege-Panzer. Okay, das bereitet mir etwas Sorgen hier. Och, guck mal. Och, juiuiuiui. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Truppentransporter. Und, Achso, habe ich.
wird abgebrochen. Basis wird angegriffen. Aha. What the fuck? Achso, na gut, das wird die nicht zerstören. So, wir brauchen weitere Depots. Okay, die arbeiten weiter, na gut. Gut, wo sind unsere Truppen? Da. So, du nimmst einen dicken Panzer mit. Boah, die sehen so geil aus. Okay. Warte mal auf 2. Dann fliegen wir mal weiter. Warten, genau, dann kommt einer neue, der nimmt dann den Rest mit. Können wir Rakete in diesen Schattenkommandozentrale. Achso, wir. Achso, man kann immer nur eine pro Schattenzentrale machen. Bauen. Nicht einladen. Landen. Hier. Okay, ach, guck mal. Wo ist der Notfall? Hallo, Königin der Klingen. Okay. Tschüss. Verstanden. Es kann losgehen. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir das bis dahin hinschaffen. Auf dem Weg. Ich hoffe einfach mal schon. Fliegen los. Luftabwehrgeschütze. Bin gleich da. Gucken wir mal. Fliegen wir mal hier lang. Ah, hier, guck mal, hier ist die Hauptbasis von Kerrigan. So. Währenddessen schicken wir mal Arbeiter da hinten. Oh, fuck. Ach, du heiliger Bimbam. Lass die Leute ausladen, ganz schnell. Was soll der denn hier? Okay. Kein Problem, wir haben noch 13 Minuten Zeit, also alles easy. Das ist ja auch der dritte. Bestätigt. Ja. Ja, alles gut. So, du lädst die aus. Zum wäre es ja ganz lieb. Einsteigen oder aussteigen? Wenn ihr zwischendurch mal repariert werden würdet. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört, ja, das hoffe ich. Wo ist der Notfall? Das hoffe ich für dich. So. Wieso kann ich nicht hin? Was willst du denn? Na gut, da müssen wir halt so eine normale Verteilung dahin bauen. So, du baust hier eine Raffinerie hin. Okay, du reparierst. Die repariert auch. Was gibt's denn? Achso, müsst ihr gar nicht mehr eigentlich. Wie euch geht's allen gut, ne? Jo. Und was jetzt? Halleluja! Okay, du kommst hier mit. Kommt noch was? Wir warten nur auf okay, was genau? So? Mineralienfeld erschöpft. Ja, Mann! Hier eigentlich könnte hier mal so ein bisschen was. Na, hier sind überall Zerken, läuft. Brauche Lager. Okay, einladen und dann. Gucken wir mal weiter. Aber sicher. Roger. Noch irgendwo Platz? Sicher. Bingo! Na, ich wollte sagen, hier muss noch irgendwo Platz sein. Jetzt haben wir jetzt 7 Stück davon. Also jetzt hoffen wir mal, dass da nicht direkt wieder scheiß Flieger kommen. Bestätigt. Okay, wir landen einfach mal hier. Und raus mit euch. Wir landen jetzt alle hier. So, komm schnell runter da. Zieht euch ein bisschen zurück. So, und hier sichert die Landezone. Raus damit. Okay, ich würde sagen, das ist ein Kinderspiel hier, ne? So, und dann wimpst du mal alles weg.
Aber das dauert hierbei jetzt ja länger. Langer. Ist klar. Was ist mit euch los? Kann ich nicht mit drin? Ach, diesen Bereich gar nicht mit drin. Oh, das dauert aber wesentlich länger als in der anderen Mission. Und das macht auch wesentlich weniger Schaden, alles klar. So, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich die Panzer nicht auseinander, also ausfahre, einfach aus dem Grund, weil es so schneller geht. Ich denke, dass ich im Moment halt einfach genug Schaden mache mit der Armee. So, und außerdem, genau, wir haben ja so noch genug Zeit. Was war das hier mal? Ach, guck mal, das war eine Menz-Statue. Zwei Wunden. Geht die nochmal kaputt? So. Und dann. Ah, zerstören wir den auch noch. Okay, Kerrigan hat wohl keine Lust mehr auf mich. Bestätigt. Das letzte Datenzentrum ist zerstört. Wir sollten umgehend evakuieren. Na dann, Doktor. Vielleicht rücken Sie mal langsam damit raus, warum die Königin der Klingen so versessen auf diese Artefakte ist. Sie fürchtet ihre Macht, so wie sie die Xel'Naga fürchtet, von denen sie erschaffen wurde. Die Xel'Naga haben sowohl die Protoss wie auch die Zerg erschaffen, Commander. Sie waren die Götter ihrer Zeit. So, der Möbius-Faktor. Also haben wir unter Umständen eine Superwaffe gegen Kerrigan, ne? Mit dem Artefakt am Start. So, der Möbius-Faktor. Erfüllen Sie alle Missionsziele von der Möbius-Faktor. Ein Kinderspiel. Finden Sie in dem Möbius-Faktor auf dem Schwierigkeitsgrad normal alle Überlebenden der Möbius-Foundation. Weiß nicht, ob ich das diesmal geschafft habe. Keine Ahnung. Glaube ich auf jeden Fall. Habe ich schon mal geschafft. Ja genau, Möbius-Streitkräfte gerettet, 14 von 22. Also, ich da letztes Mal ein bisschen gründlicher gespielt. Okay, wir fahren mal fort, gucken, wir haben noch genug Kohle jetzt, also müsste auch noch was aufrüsten können. Und genau, es muss extra Geld geben von der Möbius Foundation nochmal. Kerrigan, wir haben die Protoss neutralisiert, aber eine Welle von Zerg bewegt sich auf diese Position zu. Wir müssen sofort evakuieren. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Sie überlassen sie ihrem Schicksal? Alle Schiffe bereit. Wir verlassen Tarsonis auf meinen Befehl. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können Sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen Sie uns aus dem Orbit. Sofort! Commander? Jim? Was zum Teufel ist da oben los?
Ich muss in letzter Zeit ziemlich oft hinter dir herräumen. Lass mich in Ruhe, Matt. Derselbe Traum? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Was mit Kerrigan passiert ist, war nicht deine Schuld. Was genau? Dass sie verraten wurde? Oder dass sie Milliarden Menschen ermordet hat? Dieselbe alte Leier. Du willst gar nicht zuhören. Siehst du eigentlich nicht, was aus dir geworden ist? Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg, Matt. Dann sag Bescheid, wenn du deinen gefunden hast. Wir warten auf dich. Na, da hatten wir gerade noch eine schöne Rückblende. Das war das Ende von Kerrigan quasi als Mensch. Sie wurde dann nicht getötet von Insekten, sondern gefangen genommen. Haben wir ja alle schon am Anfang gehört. Und jetzt nochmal in einem schönen Video gesehen. War in der Kampagne beim ersten Mal ein ziemlich emotionaler Moment, weil Kerrigan eigentlich so eine coole Sau war und so. Und dann hat Mengs sie quasi einfach fallen lassen. Weil sie hatte, das war die Situation, sie hat einen Psi-Emitter da angebracht. Und der alle Zerg anlockt und ja, wenn man ihn anmacht, ist man halt ein bisschen am Arsch, wenn man noch daneben steht. Na gut, okay, so. Labor, wir machen mal eben noch weiter, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, wir machen, wir verkaufen jetzt erstmal die Bioproben hier. So, 30.000 Credits noch dabei. So, haben wir 215, okay, Hansen möchte mit uns quatschen. Es sind zurzeit ziemlich viele Gerüchte im Umlauf. Du hast mittlerweile sicher schon so einiges über Kerrigan und mich gehört. Sind die Geschichten wahr? Dass Mengs sie auf Tarsonis einfach den Zerg überlassen hat? Sie und noch ein paar Milliarden unschuldiger Zivilisten. Danach wussten wir, mit wem wir es wirklich zu tun hatten. Mir ist mittlerweile eigentlich schon alles egal. Es gibt nur noch eine Sache, die mich aufrechterhält. Mengs zur Strecke zu bringen, bevor ich sterbe. Ja, von Rache getrieben, der Mann. Okay, dann hier gibt's Nachrichten oder Werbung. Gucken. Hier ist Kate Lockwell für UNN. Die Königin der Klingen persönlich wurde vor kurzem auf Tyrador gesehen. Dr. Emil Narut, Leiter der berühmten Möbius Foundation, hatte ein Aufeinandertreffen mit der Alienkönigin, steht aber für einen Kommentar nicht zur Verfügung. In einer Erklärung sprach Dr. Narut Rainers Raiders den Erfolg zu, die Königin der Klingen vom Erreichen ihres Ziels. Kate, es tut mir leid, hier unterbrechen zu müssen, aber wir haben eine Einmeldung hereinbekommen. Anscheinend schalten wir zur Werbung. Zur Werbung. Bitte. Welcher Geist spukt in Ihrem Heim? Es könnte Ihr begabter Nachwuchs sein. Registrieren Sie Ihr Kind noch heute beim Psi-Ops. Das ist das Gesetz. Das ist Ihre Pflicht. Na, alles klar, eine Heilmeldung. Ich höre da so eine komische, gruselige Werbung, da hätte ich aber keine Lust, mein Kind abzugeben. So, es war noch nichts zu sagen, aber wir haben... Ach, hier, guck mal, hinten steht der Medi weg. So, G226 medizinischer Transporter. Sanitäter der 19. Space Marine Division haben das Medivac zunächst improvisiert, indem sie ein Landungsschiff während der Säurestürme auf Talon 7 mit Fernsteuerung ausstatteten. Dies verlängerte das Leben von Sanitätern um locker 10 Minuten. Marines vertrauen der Genauigkeit eines Skalpell-Lasers noch immer nicht. Ebenso sind sie wenig optimistisch, was die Präzision der Autonaht anbelangt. Beide wurden von Procyon Industries entwickelt, dem billigsten Anbieter. Achso, ja gut, der billigste Anbieter. Maria Mutter Talassis war eine frühe Medivac-Pilotin, die dafür berühmt wurde, hunderte von Leben gerettet zu haben. Sie tötete aber später zwei Marines, die angeblich wiederholt darauf bestanden hatten, Medivacs als Krankenbusse zu bezeichnen. Heute muggelt man, ist sie resozialisiert und dient glücklich und zufrieden beim Liga-Militär. Alles klar.
Okay, bei den Fahrzeugen haben wir nichts Neues. Wir haben genau neue Medivacs. Schnellausladeröhre. Medivacs laden in einer Einheit beinahe augenblicklich ab. Okay, das ist cool. Das kostet 50.000, das geht ja. Fortgeschrittene Heilungs-KI. Medivacs können zwei Ziele gleichzeitig heilen. Okay, das macht die natürlich recht cool. Das macht sie recht cool, ja genau. Aber genau, ich kann mich erinnern, das ist ja schon so ein bisschen eher, dass wir Terraner gespielt haben, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was ich alles machen wollte. Aber ich wollte eigentlich irgendwann mal die kontrollierte Detonation machen. Die Schockenkanone richtet 75% weniger Schaden bei verwundeten Einheiten an. Das wäre doch schon nicht schlecht. Weil dann haben wir weniger Opfer, dann kann man die Leute auch mal reinstecken, dann kann ich die auch einfach hinten aufstellen und unsere Leute stehen weiter vorne. Und die werden dann geheilt und überleben das Ganze. So, das war jetzt natürlich ziemlich teuer. Ich glaube, die Schnellausladeröhre rüsten wir auch mal auf. Okay. Dann im Labor waren wir, auf der Brücke waren wir noch nicht. Oh, na, möchte uns reden? Ach, ein Teig ist da vorne auch. Guten Tag, Sir. Alle verfügbaren Missionen sind bereit zur Durchsicht und stehen Ihnen auf der Sternenkarte zur Verfügung. Matt, ich... Ach, scheiße. Einfach nur danke, okay? Ist ein bisschen unangenehm, dass er eben betrunken da rumsaß. Ich habe über Tyrannodon nachgedacht. Es gibt sicher bessere Möglichkeiten, schnelles Geld zu machen, als sich kopfüber in eine Alien-Invasion zu stürzen. Wenn es dir zu haarig wird, denk einfach ans Geld. Ich werd's versuchen, Kumpel. Ich werd's versuchen. Aha, Teig ist jetzt auch langsam keine Lust mehr. Okay, ich würde dann einfach mal sagen... Achso, ich guck mal ganz kurz auf die Sternenkarte, ob da was Neues dazugekommen ist. Ne, sind noch die drei Stück, okay. So, wir hören dann auf für diese Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr uns unterstützen wollt, uns oder mich, lasst doch ein Abo da. Und like das Ganze. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.